Also, ja, tipptopp. Doch wir starten bereits so. Vielen Dank, dass wir wieder aufzeichnen dürfen. Es ist eine Einleitung zu einem zweiteiligen kurzen Bericht. Ich sitze am Boden, weil ich joggen war und ein bisschen verschwitzt bin, aber die Atmosphäre stimmt so total gut. Wir berichten über, es ist eine kleine Gruppenarbeit, die wir gemacht haben vorher. Ja. Wir haben zusammen trainiert. Ja. Ja. Schaut mir nichts mehr weh. Vielleicht auch Hochdeutsch geht das. Ja. Es schmerzt dir nichts, ja. Nein. Ja. Es hat dir auch nichts geschmerzt. Es ist eine wunderbare Gruppenarbeit, wie man gemeinsam kreieren kann, was einer alleine nie zustande bringen würde. Wunderschön. Das kommt dann im zweiten Teil. Das ist dann ein ungeschnittenes Video im zweiten Teil. Und es geht um eben das gemeinsame Erschaffen. Und zittig, so nie weg. Die kannst du auf die Seite legen. Ich erzähle jetzt, es ist ein bisschen komisch, dass ich weiter vorne bin. Ich gehe da weiter nach hinten, dass wir mehr im Kontakt sind jetzt, oder? Und das? Wir können so sprechen, das kannst du so lassen oder dort drüber tun. Ja, ist vielleicht besser. Du kannst, ja, so, es ist schon gut so. Schau mal, ich erzähle jetzt den ersten Teil, das war die Einleitung, jetzt kommt der erste Teil. Eine Erfahrung und eine Empfehlung, wie über das Trainieren, wenn wir so, ja, wie wir mit Leistung umgehen, mit Leistung. Und dann, ich sage es fachmännisch in meiner Terminologie, eine Feineinstellung finden. Ich habe vorher in früheren Aufzeichnungen eine Systematik gebracht von mir, Kapazität nutzen. Das heißt, Kapazität, was möglich ist, nicht verschwenden. Es gibt verschiedene falsche, ungeeignete Verhalten und es gibt eine mögliche Optimierung. Und dazu kommt der zweite Teil jetzt, oder? Es gibt für mich einen Grundsatz. Du kannst immer auch etwas dazu sagen, fragen auch oder ergänzen. Es gibt für mich einen Grundsatz, dass, wenn es um körperliche Dinge geht, von der Wurzel her, vom Boden her und nicht mehr machen, als man wirklich auch kann. Sich nicht überanstrengen und eigentlich von unten her immer ein bisschen mehr leisten und aber immer nur so viel, wie man wirklich auch mag. Und wenn man nämlich zu viel macht, sich zu viel anstrengt, zu schnell joggt zum Beispiel oder zu viel Gewicht nimmt, dann ist das eine ungeerdete Entwicklung. Das heißt, und man bricht dann einmal ein. Es kommt zu einer Überlastung und da muss man nachher wieder weiter unten beginnen und dann wieder aufbauen. Es ist ganz wertvoll, ein geerdetes Wachstum zu haben. Das ist eine Grundvorstellung, Grundeinstellung, würde ich sagen. Und das zweite ist eben die Feineinstellung, die hatte ich bisher noch nicht und die bedingt eine feine Wahrnehmung, eine geöffnete Wahrnehmung aus dem Körper. Was sich jetzt ereignet hat beim Joggen bei mir, das war, dass ich bin gejoggt und dann bin ich plötzlich hat plötzlich hier eine Stelle zu schmerzen begonnen, hier. Ja. Und
Zuerst habe ich das einfach einmal beobachtet und es ging nicht weg, sondern wurde stärker. Ja. Und da habe ich die Weisung eben, das ist bereits eine frühere Folge da, Trainingsempfehlungen. Da muss ich die Leistung reduzieren. Also ich muss eigentlich sogar aufhören, bis der Schmerz wieder weg ist. Und wenn ich das aber mache, und das habe ich, heute ist mir das ein paar Mal hintereinander so gegangen und der Schmerz ist nicht weggegangen. Ich habe dann wie nur gelaufen und dann ging er wieder weg und dann habe ich wieder zu joggen beginnen und da war er wieder voll da. Und da habe ich jetzt gemerkt, wenn ich jetzt da eine Feineinstellung finde, wieder eben, ich muss zuerst ganz weg und dann ganz, ganz langsam joggen. Und dann ist der Schmerz nicht mehr wiedergekommen. Und von dort, von ganz, ganz langsam dann, einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und am Schluss hatte ich so einen richtigen schönen Flow drauf, so, oder? So, das ist das Thema für mich Feineinstellung, oder? Und da gehört die Wahrnehmung des Körpers dazu, ein großes Gebiet. Und da geht es dann auch um den zweiten Teil, meine ich, das heißt, oder getrennter Körper, getrennt, also Körper und Geist getrennt, ein Riesenthema in unserer Zeit. Und der zweite Teil handelt dann genau auch davon, der heißt, vom Stolpern zur Bewegungsplanung. Ich denke, ich mache mehrere Teile, damit da nicht alle Teile dann anschauen müssen. Das wär's. Hast du noch etwas dazu sagen? Nein, das ist für mich alles Neuland. Ja. Alles Neuland. Tipptopp. Gut. Vielen Dank für die Atmosphäre.